Das sieht, oh, habe ich leider übersehen. Es sieht aber doch nach der Wüste da aus, die ich finden wollte. Ich nehme mal die Zombies da oben mit. Die sind ja immer so harmlos. Da können wir uns noch ein paar Level von abknapsen. Von den Creepern natürlich. Da drei Stück. Ja, ihr mich auch. Wahrscheinlich kann einer die anderen hochsprengen. Das wäre cool. Wobei, hier sind so viele Zombies gerade. Wir machen das mal. Ist hier Lava? Folgendermaßen, hier sind noch bestimmt Kakteen, ne? Die nehmen wir uns mal mit. So, hallo. Kein Platz. Habe ich die jetzt abgehängt, die Leute? Das wäre langweilig. Wir machen uns das mal einfacher. Dass wir die ein bisschen ärgern können. Hallo, Kollegen. Zack und zack. Hallo, kommt her. Na, komm dran. So, aber mal hallo. Siehst du mal, machen wir uns das einfacher. Ja. Ach, die auch. Wollen die da auch reinrennen? Das ist schön. Aber es reicht natürlich noch nicht. Nicht ganz. Trotzdem hat es kaum Schaden gemacht, zumindest. Nicht aktuell. Oh. Schön. Ja, komm, du kommst doch mal mit. So, ja, liebe Tiere, ihr guckt zu. Ich weiß, es ist spannend. Oh, der war schon angeschlagen. Level 17 haben wir jetzt hier. Ja, ne, die nächste Nacht kommt bestimmt. Wir haben ja immer noch kein Bett. Aber das ist ganz gut, dass wir hier jetzt sind. In der Wüste. Weil hier ist die Chance auf das Wüstendorf doch deutlich größer, als wenn wir im Schnee wären. Ne, mal so gesehen. Ja, und da sehen wir auch schon, was ich zwischendurch gefunden habe. Ist natürlich blöd, dass ich das jetzt weiß, dass es hier schon ist. Aber ich glaube, das macht die Erkundung nicht weniger spannend. Weil ich weiß nicht, ob tatsächlich die Ingredienzien da unten in den Teilen da im Tempel denn auch tatsächlich die gleichen sind. Also die Sachen, die wir da finden werden. Und ich will nochmal eben die Spinne da oben hauen, um unserer Gewalttat hier den Deckel aufzusetzen. Hi. Du kommst auch noch weg. Ja, tschüss. Ja, das mit dem Laden hat sich ja jetzt ein bisschen gefangen, wobei wir halt auch ziemlich jetzt an der Stelle gestanden haben. Heiß kann natürlich auch sein, dass das dadurch kommt. Spinne, mein Auge kommt weg. Wer braucht denn schon Augen heute? Ist doch alles digital, da brauchen wir noch nicht so einen analogen Krempel im Kopf. Ah. So, wunderbarer, wunderschöner Wüstentempel. Mit dem schönen Henkelkreuz hier an der Wand. Schön von den Ägyptern inspiriert, behaupte ich einfach mal. Man hätten ja auch die Franzosen sein können, aber die haben, glaube ich, keine solchen Dinger. Ja, so viel zum die Welt lädt nach. Das heißt, was wir jetzt machen werden, ist hier einfach mal reinrennen. Und zwar vorsichtig. Wobei reinrennen auch übertrieben ist, ich würde hier reingehen. Und zwar gehen wir mal hier runter. Der Haupteingang war ja leider ein bisschen zerstört. Und ja, wir sollten darauf aufpassen, dass wir nicht die Wolle da in der Mitte wegnehmen. Weil das käme ungesund. Das hier geht, aber das Blaue da nicht. Oder das Lilane. Das kommt nämlich nicht ganz so schön. Aus gesundheitlichen Gründen. Das hätte die Versicherung nicht so gerne. Das heißt, wir hauen uns jetzt hier einen Weg nach unten. Ich kann eigentlich auch nochmal ab. So. Das Essen. Ich hoffe, jetzt kommt kein Skelett und haut uns hier runter. Wir können ja schon sehen, was da unten ist. Da unten in der Mitte ist ein kleines Druckplättchen. Ich denke mal, die meisten von euch werden schon so einen Tempel gesehen haben. Oder selbst gefunden sogar. Daher, ich sag mal, das Geheimnis, so ein großes Geheimnis, dass man sagt jetzt, oh, vielleicht springt jemand aus der Torte raus. Ist es jetzt nicht unbedingt. Vor allem, weil hier keine Torte ist. Wir können auch mal wieder Kuchen backen. Ich hier drinne. Und ich wollte vor allem, das Ei brauche ich auch gar nicht. Erstmal kommen hier die ganzen Steinekens mit. So. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht so tun, als wäre das alles ganz neu. Und unerwartet.
höre allerdings ein Skelett. Das war das letzte Mal nicht da. Und hier liegt ein Zierstein in der Gegend rum. Blattersandstein. Das andere ist Sandstein. Okay. Das Ding hier kommt einfach mal weg. Aus gutem Grund. Die Dinge kommen auch weg. Ich nehme die einfach mal mit. Bevor wir hier in die Truhen reinschauen. Was natürlich noch gemacht wird. Natürlich. Ich meine, wir gehen noch nicht in den Tempel rein und gucken ja nicht, was hier drin ist. Da sind die Smaragde. Aber hallo. Wir brauchen ja eh einen. Das hätte ich auch gar nicht mitnehmen brauchen hier. Den ollen Klumpatsch. So. Was war hier noch? Also genau. Knochen. Können wir auch mitnehmen. Hier ist Eisen. Es sieht aber... Na, es sieht nicht ganz so aus. Ich wollte gerade sagen, es sieht aus, als wäre hier... Doch, ich weiß gerade gar nicht, ob hier die Sachen genau die gleichen sind, die ich eben auch schon gefunden habe. Komm, die Kohle brauchen wir auch nicht. Nehmen wir lieber das Gold mit. Und das Eisen eigentlich auch, aber... Ja, die brauche ich jetzt noch nicht. So. Das heißt, wir hauen einfach nochmal hier den Boden weg. Und zwar aus dem Grund, dass hier drunter, für die Leute, die es da, die Dinger hier noch nicht kennen, hier drunter ist Dynamit. Was sogar ziemlich schnell kaputt geht gerade. Und das sollten wir natürlich auch mitnehmen, damit wir noch irgendwann mal was in die Luft springen können. Das Boot ist zwar nett, aber na, Zombiefleisch brauchen wir gar nicht. Natürlich nimmt man immer das Falsche. So, und jetzt gucken wir mal hier drunter, wie es denn hier aussieht. Nehmen wir mal von den Steinen hier mit. Wir sehen auch ganz hübsch. Wobei wir jetzt gerade wahrscheinlich den Aufgang kaputt gemacht haben. Aber ist egal, machen wir halt einen neuen. Hier ist aber nichts. Hier sieht das auch nicht so aus. Das heißt, hier ist in der Nähe tatsächlich noch ein Skelett und ein Zombie. Die... tatsächlich sehr in der Nähe sein müssen. Aber ich will jetzt nicht hier den ganzen Boden irgendwie auseinandernehmen, um die zu suchen. Stattdessen nehme ich hier den Sandstein mit. So ein bisschen halt, ne? Dass wir hier einen kleinen... ne? Also von den verkorksten oder na, von den verzierten Teilen hier mitnehmen. Falls wir denn das mal brauchen, ich halte es für unwahrscheinlich. Also ist halt eher was, wenn man tatsächlich irgendwie ein wüstiges Gebiet bebauen möchte. Was wir eigentlich gar nicht so oft machen. Oder bisher zumindest nicht. Jetzt habe ich schon wieder Platzprobleme, aber die Schaufel kann mal weg. Das heißt, ich mache hier das so. So. Und wir wollen jetzt hier wieder hoch. Habe ich mal beschlossen. Also wäre halt nicht verkehrt. Machen wir einfach mal mit Erde. So. So. So ist das gemacht. Genau, das kann auch weg. So, wunderbar. Zack, zack, zack. Das heißt, es geht wieder hoch. Ich hoffe, da steht jetzt niemand und schubst uns hier nochmal runter. Sieht aber nicht so aus. So. Hätten wir das auch gemacht. Tempel halt, ne? Ist halt so raus. Ja, doch, das ist schön. Wir können dann nochmal oben drauf gehen. Das Ding hier halt, ne, gerade durch das Loch und sowas und durch die Seiteneingänge, wäre durch die Shader-Mod natürlich ganz wunderhübsch. Allerdings, wie gesagt, vor der Aufnahme habe ich jetzt nicht wirklich groß hier dran rumgefriemelt. Deswegen ist hier auch fast gar nichts drin. Bis auf MC-Patcher für das Texturenpack. Das war es dann aber auch schon. Ich hau mir mal den Kompass in die Hand, in die Pfoten. Und... eigentlich bin ich ja noch auf der Suche nach dem Dorf, wo wir waren. Ich bin das letzte Mal halt hier nach rechts hingelatscht. Halb durch den Dschungel durch. Kam da an sehr interessante Stellen. Aber ich glaube, das machen wir tatsächlich ein anderen Mal. Ich wollte mir hier eigentlich eine Karte gebastelt haben, ne? Von der Richtung und alles müssten wir da eigentlich gar nicht mal so weit von dem Dorf entfernt sein. Habe ich eine Werkbank dabei? Wahrscheinlich genau nicht. Ne, mit, macht man das Kompass mit Wolle? Ne, den macht man mit Papier. Ah, guck mal, wie passt das da hinten? Warum, wie komme ich darauf, dass man den mit Wolle macht? Ich meine, es wäre schön, wenn die Karte schön flauschig wird, aber nee. So, kann ich natürlich wunderbar mitnehmen.
Komm, wir setzen das Boot hier mal ins Wasser. So. Ist ja nie verkehrt, hier ein Boot zu haben. Weil wir auch so oft hier hinkommen werden. So, Werkbank. Das ist eine Aufforderung. Machen uns Paper hier draus. Jetzt, na. Ich will doch keinen Zucker haben. Ich bin auch ein Demel gerade. 8 Stück, ich mach mal 9 oder 10. Ja, so. Papier. So. Wunderbar, das heißt, ich glaube ja, das ging so. Ich bin mir nicht ganz sicher gerade mal, aber wahrscheinlich schon. Ist eine leere Karte. Das war richtig. Zäune kommen mit, der Rest nicht. Die Werkbank kann hier eigentlich stehen bleiben, direkt neben dem Boot. Das heißt, wir haben hier eine Karte, die... Ah, aber man muss sie erstmal aktivieren. Ach cool, ich habe mir die auch vorher machen können. Wie? Das komplett... Haben sie die Karten jetzt geändert? Das ist aber... Ich hätte gerne eine richtige Karte, so eine, wo man auch was sehen kann. Nicht so ein Mini-Winz-Ortsteil hier. Was ist das denn jetzt? Ich fühle mich ja gerade ein bisschen verarscht. Oder wahrscheinlich habe ich nur keine Ahnung, dass das jetzt plötzlich alles ganz anders ist. Ich meine, warum ändert man das denn? Oder kann man hier irgendwas mitmachen? Guck mal, das zubelt man so cool mit. Geil. Oh. Ich verstehe es gerade mal nicht. Finde ich auf jeden Fall seltsam, um es mal erwähnt zu haben. Das heißt, ich bin ja eigentlich, das heißt, die Karte kann ich wegschmeißen hier theoretisch. Ich bin ja eigentlich auf der Suche nach dem Dorf, was ich eigentlich immer noch gerne finden würde. Gehen einfach mal in die Richtung hier. Bisschen weg vom Sweet Home. Wobei, ja, ich weiß nicht, ob da noch eine andere Wüste ist, aber ich meine, hier waren wir ja noch nicht. Das ist ein bisschen... Ne, falls ihr versteht. Hier ist ja eigentlich gar nicht mal so viel. Da hinten ist genau... Ja, doch, ich gehe jetzt tatsächlich doch wieder in die Richtung, wo ich auch vorher war. Wir machen das einfach mal so. Hier war nämlich noch... Eine eigentlich ganz schöne Gegend, wenn man mal von dieser Höhle hier absieht, die mich irgendwie magisch anzuziehen versucht. Bevor sie mich magisch auszieht. Das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus hier. Wahrscheinlich tut sich gleich erstmal so ein riesiger Minenschacht auf. Aber es sieht tatsächlich nicht so aus. Einmal so eine Wurst hier durch. Wir sollten jetzt wieder vorsichtig sein, weil es ist dunkel geworden, ne? Falls man das nicht erkennen könnte. Ein Hundi. Oh, Hundi. Ja, wuff, wuff. Das ist schön. Freut mich. Willst du mitkommen? Ah, noch ein. Ah, meiner. Da ist noch einer. Ich will eine Armee. Also nicht eine Armee, sondern ich will ein paar Hunde haben. So, komm mit. Kermit.com. So, jetzt haben wir hier Hunde. Ach cool, sind wir doch erfolgreicher als eben. So, Hunger. Hunger. Sollten wir nur aufpassen, wenn uns die Creeper jetzt hier entgegenkommen, dass sie nicht die Hunde wegspringen. Das wäre natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Aber hier ist ein schöner Berg. Der ziemlich wuffig ist und ziemlich bergig sogar. Ich bin mir gerade mal nicht sicher, ob das tatsächlich der ist, den ich schon mal gefunden habe. Der andere war eigentlich noch höher, der war eigentlich noch prädestinierter dafür, dass man darauf ein Schloss bauen könnte. Ach cool. Palim. Hechel, hechel. Ja. Einmal ist auch schön hier oben, ne? Da kann man hier so ein bisschen sich die Gegend angucken. Da hinten ist eine Wüste, ich weiß nicht. Ist das die, wo wir gerade hergekommen sind? Vielleicht finde ich... Ne, ich gehe da nochmal hin.
Es müsste tatsächlich ein zweiter Abschnitt von der Wüste sein. Wenn da war ja eigentlich ein Dschungel jetzt, oder bin ich komplett... Ah, Creeper. Oder bin ich da jetzt komplett falsch mit meiner Gedankenwelt hier? Ich hoffe, meine Creeper ist nicht mehr hinter uns. Ich kann ihn natürlich auch hauen, so ist er nicht. Ich meine, Gewalt ist auch keine Lösung. Haha. Nein, Hundi. Die leben noch, also... Trotzdem, einer hat sich wehgetan. So, auf ihn. Pam. Dem geht's gut. Der... Na, komm raus. Lass dich betrachten. Du bist... Ne, du bist ein halber Hund. Besser als kalter Hund. Wobei es auch sehr lecker ist. Es ist... Ja. Oder war das... Ne, kalter Hund? Toter Hund? Ich weiß nicht genau. Hotdog gibt's ja, aber es ist was anderes. Das andere ist so ein Kuchen mit Butterkeks und ordentlich Schokolade. Passt ein bisschen ekelhaft, aber sehr lecker. Ist das jetzt hier tatsächlich eine andere Wüste oder wie, oder was? Oder... Nee, ich laufe gerade in Richtung Heimat. Das heißt, da müsste gleich wieder der Tempel sein. Nee, aber da war doch kein Wasser an der Seite. Sei mal schön ausgewichen hier. Ich würde ja gerne mal jetzt hier irgendwie... Also ich würde, dass hier mehr geladen wird, wollte ich gerne. Dem geht's ein bisschen schlechter, ne? Aber jetzt habe ich auch kein Zombiefleisch dabei. Dass wir den mal hier verfüttern können. Bin mir gerade mal ein bisschen nicht so ganz sicher, welche Wüste das jetzt hier ist. Ich meine, da war ja kein... Doch, das ist der Tempel da, klar. So, die hauen sich gegenseitig. Ja, schön. So, die Erfahrung kommt natürlich mit. Ja, wunderbar. Schön, dass sie auch Erfahrung geben, wenn die Hunde das umgehauen haben. Wäre sonst auch ein bisschen blöd. Das heißt, hier waren wir gerade schon. Zumindest glaube ich das mal ganz stark. Sonst wäre das doch ein zweiter Tempel. Wäre unwahrscheinlich. Und zwar unwahrscheinlich glücklich. Ich sollte erstmal was essen. Das heißt, ich gehe einfach mal so in die Richtung hier. Auf der Suche nach dem Glück. Welches nicht im Springen bei mir findbar sein wird. Gut, das heißt... Ah, Spinne. Na, Spinne. Ah, Creeper. So, tschüss. Hund? Ah, beide Hunde. Wunderbar. Ah, da hinten ist noch eine Spinne. Das ist aber nicht so schlimm, weil... Das, oh, sorry. Da sind wir ja recht gut gegen, dank des Schwertes. Wobei das immer noch eine der sinnlosesten Verzauberungen hat für ein Level 30 Schwert. Aber das hatten wir ja schon geklärt. Allein schon, weil es reimt. So, geht kaputt. Dankeschön.